So, und da sind wir auch schon wieder zu Let's Play Halo. Hoffentlich die letzte Aufnahme. Ich hoffe nicht, dass ich noch eine machen muss. Also, das Spiel ist schon geil, aber ich habe eigentlich vor, das jetzt mit einmal durchzuspielen. Muni. Ich kann auch eigentlich mehr aufnehmen. Na egal. Captain? Captain! Ich habe ihn verloren! So, da ist irgend so ein komischer Ball da hinten. Was könnte das nur sein? Warum auch immer der in Panik davonläuft, das Ding hat weder Arme noch noch sonst irgendwas. Es kann wirklich gar nichts machen. Ich bevorzuge übrigens lieber den Nadel als die Plasmapistole. Oh, noch besser. Das hat wenigstens ein bisschen Sinn. Die chemische Keule wirkt nämlich ein bisschen besser auf Fleisch. Gegen die Fleischeslust. So, hier hinten ist jetzt große Party. Schadensanalyse. Dieses Loch wurde durch Sprengstoff verursacht. Starken Sprengstoff. Immerhin hat er die Hülle aufgerissen. Da unten sehe ich nichts außer Seen von Kühlmittel. Wir sollten woanders weitersuchen. Ich habe schon mal geschafft, hinten drauf zu kommen und mir das Leben zu holen. Aber ja. Man kann jetzt schön zuschauen, wie sie sich da prügeln. Wir haben ja in der letzten Folge noch mal ein bisschen gesehen, wie es hier abgeht. Die kommen auch ganz gut gegen die Flotte hier klar, weil die Großen nicht so vertreten sind. Oh. Achtung, Gefahrenstufe erhöht sich. Jetzt kommen sie natürlich alle von hinten. Nicht gut. Ich hau mal ab. Man muss hier übrigens durch. Und hier geht es jetzt natürlich richtig zur Sache. Wir müssen Problem hier ist, einen anderen Weg zurück an Bord finden. Man sieht ja echt scheiße. Oh. Knall mich ab. Ich hänge ja fest. Das ist echt ein Problem. Man muss ja eigentlich wirklich rauskommen. Auf Legendär ist das so eine scheiß Stelle, ehrlich gesagt. So richtig scheiße. Das Problem ist nämlich, sobald die Eliten sterben, gehen die Flat alle auf mich los. Beziehungsweise sobald die Gegner alle tot sind. Wir müssen hier raus und einen anderen Weg zurück an Bord finden. Klar, sind ja nicht genug Gegner. Schießt alle auf mich. Ich stehe drauf. Oh. Ich will doch nicht scheiß Schrot haben. Lass den Scheiß. Oh. Mann. Toll, mir geht's echt schon scheiße. Beschissen ist geprahlt. War irgendwo eine Pistole, ich hab sie gesehen. Oh, sind doch nur begrenzt an der Stelle zumindest. Irgendwo war eine Pistole, ich hätte die gern wieder. War denn eigentlich das Licht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, das sind die beiden dort. Ah, genau. Das nutze ich so selten.
Schön. Ich glaube, die Pistole habe ich außerdem weggekickt irgendwie. Ich hätte sie wirklich gern gehabt. Naja, wir sind jetzt aber in einer scheiß Position, muss ich sagen. Das Problem ist auch, wenn ich das... Oh. Halt, nee, Moment, was mache ich denn? Das Licht kann ich nur begrenzt verwenden, weil wenn ich das anhab, werde ich natürlich gesehen. Ist aber wiederum schlechter fürs Let's Play und für euch. Mir geht's doch richtig ab. Wenn ich schieße, werde ich übrigens auch gesehen. Die Kleinen sind auch noch da. Auch die Quants leben noch. Die werden aber nicht lange leben, die drehen einfach zu schnell durch. Die könnten eigentlich echt effektiv werden, wenn sie nicht so schnell durchdrehen würden. Greifen sie schon von hinten an. Das haben wir hier in den Gassen sowieso ganz oft. Wir werden wirklich von allen Seiten attackiert, permanent. Ich glaube, es kommt wirklich endlos. Ich hau mal ab. Nur noch wissen, wo es weiterging. Hier hinten sieht doch gut aus. Einfach noch weiterkommen. Scheiß Position. Wenn man von beiden Seiten angegriffen wird, das ist immer schlecht. Sorry, ich brauche den Schild. Wir sollten da hab ich keine Richtung Gravitationslift. Keine Zeit für. Boom. Eigentlich sind die ganz angenehm als Gegner. Was war das jetzt? Hä? Ich weiß nicht, warum ich jetzt gestorben bin, ehrlich gesagt. Ich muss die Pistole wiederfinden. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich hatte doch noch Leben, oder? Auf Legendär ist das jedenfalls sehr, sehr spaßig. Da ist man so froh über jeden Kontrollpunkt, den man irgendwie kriegt. So. Sollte vielleicht abhauen, solange die noch beschäftigt sind. Ich sehe auch überhaupt nichts. Scheiße. Das ist wirklich eine Stelle in dem Spiel, die ich überhaupt nicht mag. Das ist wirklich dieser bescheidenen Sicht hier geschuldet, ehrlich gesagt. Klar, ich kann die Lampe anlassen, aber dann richtet sich das ganze Feuer auf mich sofort. Es richtet sich sowieso, sobald ich entdeckt werde, das ganze Feuer auf mich. Das ist so eine Spielekrankheit.
Achso, das Elite, die sollten vielleicht nicht sterben. Ich glaube aber, wir kommen auch wirklich endlos platt. An allen Stellen. Ich kann es ja schnell umgehen. Ich werde auf jeden Fall beschossen. Die mit Schrot sind halt echt problematisch. Da ist das Schild halt so schnell runter. Und ich kann es mir gerade eh nicht erlauben. Vielleicht habe ich vorhin eine Ansammlung von Granaten getötet. Das kann gut sein. Wir sollten hier lang, Richtung Gravitationslift. Hat gerade schon mal so gut geklappt. Oder der war's. Oder ist der mich hinterrücks erschlagen? Problem ist halt, ich springe halt. Ah, diese blöden Granaten. Die sprengen sich halt mega in die Luft. Oh, endlich. So, ich zeige euch jetzt mal das Scharfschützengewehr, was das kann. Auf die Flat. Wie ihr schon hört, sind da Hunter. Die halten auch relativ gut aus. Aber pass auf. Das Problem ist, denn ihre Körper sind einfach so weich. Ah, danke. Das meine ich, es sind so viele Gegner. Nein, wir greifen John an. Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet, als ich dachte. Analyse. Erheblicher Kühlmittelaustritt. Aber auch die Hunter sind nicht unsterblich. Erreicht. Wenn man nur lang genug wartet, dann sterben die auch. Er schießt auf mich. Das ist sowas, was ich überhaupt nicht verstehe. Die haben wirklich einen Arsch voll Gegner gegen sich, aber gehen auf uns los. Oh, schade. Und ja, auch Hunter sind nicht unsterblich. Früher oder später werden die nämlich tatsächlich von den niedergerungen. Die haben eklige Arme, ist euch das schon mal aufgefallen? Hier kommen übrigens endlos von, aus denen raus. Und es ist echt schwer, hier reinzukommen, durchzukommen. Das Problem ist, dass die permanent platzen, die Gegner. Vielleicht sollen wir einfach mal kurz warten. Vielleicht erledigt das Elite... Die Elite sind tatsächlich ein Problem. Wenn man hier durchkommt, knallen die einen nämlich ab. Und wir wissen ja, die sind relativ schnell. Er hat sich festgepackt. Ich wollte ihm nur helfen, dass der nächste bessere Chancen hat. Ich traue mich gar nicht, hier reinzukommen. Ich muss es aber einfach mal versuchen. Ja, das ist eine gute Idee jetzt in dem Augenblick. Da oben. Was ist das? Jetzt sollte man vielleicht loswerden, der ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe vorhin zwar gesehen, dass der jemand rumspringt, aber... Ach, da kommt sofort ein neuer. Das ist ja eine super Aussicht. Das ist ja eine super Aussicht, also. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ah, nicht ich, nicht mich. Lass mich.
Das ist das Geschütz. Okay, jetzt geht's wenigstens richtig los. Bumm. Ja, besser hätte es nicht laufen können eigentlich. Die Allianz lenkt sie ab und ich streiche den Ruhm ein. Wer schießt denn hier mit einer Schrot? Das gefällt mir ja nicht. Schrot sind eigentlich am schlimmsten. Sagte er und schoss mit der Schrot. Ich darf hier nicht stehen bleiben, das ist der. Die machen mich kalt. Greif mich halt von allen Seiten an. Das geht durch. Wie habe ich denn das auf legendär geschafft? Oh. Okay. Wir sind auf jeden Fall durchgekommen. Hier wird es nicht unbedingt leichter, ich erinnere mich noch an die Stelle. Auch wenn ich eine kurze Verschnaufpause habe, wird die nicht lange anhalten. Kann ich auch Licht anmachen, die wissen eh, wo ich bin. Da sehe ich wenigstens was. Soll ich vielleicht ein bisschen aufpassen? Na, jetzt dachte ich mir schon, dass es hier eine Kettenreaktion gibt. Da oben sind immer welche. Das Leben, das finde ich schon mal gut. Ich brauche unbedingt Schrot. Der Geschützturm ist eh sinnlos hier. Schießen eh von allen Seiten. Energiequelle geordnet. Das Beste, was man machen kann, ist irgendwie hochkommen. Er funktioniert noch. Damit kommen wir wieder rein. Ja. Wir kommen aber überall Gegner raus. Das finde ich dezent scheiße. Übrigens direkt an losstürmen ist eine schlechte Idee. Hier zu warten ist anscheinend auch eine schlechte Idee, ich kann nicht mehr nachladen. Hier hinten habe ich doch einen toten Winkel, oder? Ah ja, das ist gar nicht schlecht. Bin ich ein bisschen geschützt durch den kaputten Race? Die stürmen hoch. Bis auf ein paar Einzelne, der da zum Beispiel. Der will auch nicht. Oh, der ist schon frei, super. Schnell! Mann, das hätte ich bei Legendär mal sehen sollen. Okay, ich bin ja noch voll. Sehr gut. Hier wird zwar noch schön gekämpft, aber jetzt nicht mehr. Denn wir sind abgehauen. Von hier aus dürften wir in die Steuerzentrale des Schiffs gelangen. Kennt das noch jemand? Hier war es mal viel lebendiger. Ja, meine Ausrüstung ist nicht mehr die beste. Ich überlege gerade, ob ich die Schrot weglegen sollte. Andererseits, da jetzt hier alles voller Flat ist, habe ich wahrscheinlich immer noch die beste, gute Chancen, welche Munition zu finden.
Ich wundere mich immer, wie die Getanten getötet werden können. Das letzte Allianz ist ein Chaos. Ich kann nicht auf die Pläne des Schiffs zugreifen. Laut meinen Aufzeichnungen müsste sich hier ein Hangar befinden. Ich muss gestehen, meine Informiertheit hat sich hier ein bisschen erschöpft, denn ich weiß echt nicht mehr so genau, wie es in dem Buch hier ausgesehen hat. Ja, manchmal schadet es nicht, wenn man auf die Detektoren schaut. Ja, immer diese scheiß Sporen. Immer diese Fans. Nehmt das, Beatles. Werdet geschlagen, ihr Pilzköpfe. Ich bleib mal bei der Pistole. In den Ecken sehen Sie. Die Flut sammelt dort Körper. Ah, wenn es einen Spaß macht. Und schon geht die Party los. Sehr gut. Oh, bloß 10 Schuss. Naja, immerhin. Naja, der ist tot. So. Wenn die nach kurzer Zeit nicht aufstehen, dann bleiben sie auch tot. Kann ich von hier denn noch irgendwas bewirken? Ach, das kann ich genauso gut von unten machen. Der Vorteil halt an der Pistole ist, die macht zwar Bums, aber der Bums ist nicht so stark wie beim Scharfschützengewehr. Das heißt, man reißt ordentlich Materie aus dem Körper. Und deshalb ist die auch ziemlich effektiv. Ich warte mal noch. Genau deswegen. Diese scheiß Nadeln. So. Zombies. Was? Oh, da soll eine Stelle bei Endlos kommen, glaube ich. Dann sollten wir schnell vorbei. Sonst kommen, wie gesagt, endlos raus. Komm. Komm. Put. Diese Endlosstellen sind echt fies. Da kann man sich echt festbeißen und man wird halt nicht fertig. Es kommen halt immer neue raus. Es wird noch ein paar gemeine Stellen geben. Übrigens, die Allianz hat auch noch ein bisschen was auf dem Kasten. Wer jetzt meint, die Allianz ist hier hoffnungslos unterlegen, der sollte sich mal nicht so schnell irren. Noch nie so gut geirrt haben. Denn auch der Allianz hat noch das ein oder andere Ass im Ärmel gegen die Flut. Eigentlich, wenn man bedenkt, aus den platzenden Viechern kommen ja relativ wenig Flut, flat raus. Wenn man mehr als 5 Sporen allein schon tötet, stirbt die Flat langsam aus. Wenn jeder Mensch mindestens 5 Sporen tötet, stirbt die Flat aus. Es sei denn natürlich, aus diesen großen Viechern könnten auch noch so Flat rauskommen. Das würde mich auch nicht wundern, weil dann wird's schwieriger. Ja, endlich. Aber ansonsten, wenn man nicht von denen überrascht wird, orange, haben wir die auch schon mal gesehen, die grün? Die sehe ich jetzt hier das erste Mal. Seit wann gibt es Grunts in grün? Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art Techniker ist, aber die Techniker von der Allianz sehen tatsächlich anders aus. Das sind solche Quallen. Oh, Leben und Chill, das habe ich noch nie gefunden. Das habe ich echt noch nie gefunden. Naja, was soll's. Brauchen wir jetzt beides nicht. Also die Techniker werden hier nicht dargestellt, in den Büchern sind sie da. Die sind tatsächlich friedliebend, die wollen nur ihre Arbeit machen. Die tun auch Menschen den Gefallen. Oh,